Guten Tag, Herr Orso. Schön, dass Sie Zeit gefunden haben in der jetzigen Situation, dass wir mal wieder darüber sprechen können, was in der Stadt so passiert ist, wo wir gerade stehen. Es ist ja nun das erste Amtsjahr, läuft ja gerade, und gleich so ein großes Problem wie die Corona-Krise. Hätten Sie sich den Start anders vorgestellt? Ich glaube, er hat keiner von uns erwartet, dass sowas kommt. Es ist eine Riesenherausforderung, alles zu organisieren, teilweise zu improvisieren, weil keine Gesetze dafür gibt. Es gibt verschiedene Allgemeinverfügungen, die jetzt kommen von der Landesebene oder von der Bundesebene. Aber letztendlich die Umsetzung bleibt bei uns hier vor Ort. Und die läuft ja auch eigentlich ganz gut an. Sie hatten ja im letzten Stadtrat ein paar Informationen gegeben, wie Institutionen, wie Unternehmer in Görlitz unterstützt werden. Richtig, wir haben ein paar Entscheidungen vor Ort getroffen, ganz direkt, was die Gewerbesteuer betrifft, was Stundungen betrifft, Unterstützung unsererseits. Andererseits haben wir die Informationen gebündelt und zusammengefasst auf unserer Internetseite, zusammen mit der Wirtschaftsförderung. Und wir bieten zusätzlich natürlich auch aktive Unterstützung und Beratung über die Wirtschaftsförderung für die Unternehmen, damit die Anträge auch schnell gestellt werden können. Also alles, was wir tun können im wirtschaftlichen Bereich einerseits und andererseits auch in anderen Bereichen, im Kita-Bereich, da sichern wir die Notbetreuung von den Eltern, die viele müssen arbeiten. Manche dürfen nicht arbeiten, die anderen müssen noch mehr arbeiten als vorher teilweise. Und für die Kinder aus diesen Familien sichern wir auch die Notbetreuung. Das ist ausgemachte Sache. Und da haben wir jetzt auch entschieden, dass keine Kita-Beiträge bezahlt werden für Monat April. Das ist wichtig für alle. Das gilt aber für alle, auch für die Kinder, die tatsächlich noch in Notbetreuung sich befinden, die zu Kita gehen dürfen. Wir haben uns aber bewusst entschieden, ansonsten wäre, glaube ich, schon ungerecht für alle Seiten. Und für Monat April ist das mal so. Und wer in der Richtung Fragen hat, wo kann er sich hinwenden? Ja, jederzeit auch an uns, direkt an die Stadtverwaltung. Alle Informationen stehen auf unserer Seite. Wir haben das auch prominent platziert jetzt auf der Internetseite der Stadt, Corona-Informationen. Und dort gibt es auch im Wirtschaftsbereich und auch andere Bereiche, die können sich alle an uns wenden. Das Klinikum wird ja separat nochmal unterstützt. Ist das jetzt aufgrund der Corona-Krise oder ist die Unterstützung im Vorfeld schon geplant gewesen? Nein, das ist ganz gezielt jetzt. Ich habe Gespräche geführt mit Frau Holtsch, mit der Geschäftsführerin, und sie hat mich informiert, dass Bedarf bestünde, um zusätzliche Atmungsgeräte anzuschaffen, zusätzliche Plätze für Intensivmedizin zu schaffen. Und da haben wir uns so verständigt, deswegen bekommt das Klinikum einen Zuschuss jetzt von 100.000 Euro. Wir haben uns darüber auch verständigt, falls zusätzlicher Bedarf geben sollte, dass sie mir sofort sagt und dass wir so unbürokratisch wie möglich diese Hilfe leisten, diese Investitionshilfe. Und darüber hinaus sind wir natürlich auch mit dem Carolus-Krankenhaus in Verbindung. Dort haben wir diesen direkten Zugriff nicht, weil die den Maltesern zuhören. Maltesern gehören, aber trotzdem, die gehören genauso zu uns, zu unserer Stadt, und auch dort haben wir Unterstützung angeboten. In eine andere Richtung, was die Pendler betrifft, auch dort haben wir eine schwierige Situation, dass die nicht mehr hin und her fahren dürfen. Die polnische Seite hat so entschieden erstmal. Mhm. Darauf kommen wir dann gleich noch. Die Frage ist, es ist ja auch zum Beispiel im letzten Stadtrat ein Beschluss gefasst worden zum Thema Katastrophenschutz. Da wird ja eine neue Anlage in Betrieb genommen in Zukunft. Ist das auch ein Ergebnis der Schlussfolgerung, dass man gesagt hat, man muss was tun in der Richtung? Oder ist das auch schon lange geplant gewesen? Nein, das sind Erfahrungswerte. Wir haben erstmal keinen Beschluss gefasst, aber wir haben uns damit beschäftigt. Ich war, als die ganze Riesenstau entstanden ist an der Autobahn, war ich dort ein paar Stunden. Da habe ich mit dem Unterstützer gesprochen, habe ich gefragt, was wir noch tun können. Da habe ich mit der Polizei gesprochen, mit der Feuerwehr. Und es ist mir ganz bewusst geworden, dass dieser Standort
sehr wichtig ist, dass wir ein Riesenglück haben, dass dieser Standort in der Nähe von der Autobahn mit dieser großen Fläche und eine gewisse Infrastruktur da ist und dass wir uns wirklich Gedanken machen müssen, ob wir diesen Standort nicht dauerhaft als Katastrophenschutzstandort auch für den Landkreis und für die Autobahn, insbesondere wenn so eine Situation entsteht, ausbauen und erhalten müssen. Und deswegen habe ich das auch nochmal intern besprochen, auch mit meinen Kollegen, mit Dr. Wieler auch. Und da wollen wir gerne später auch mit dem Stadtreten darüber reden. Wir sind ja als Görlitz eine deutsch-polnische Stadt und im Moment sind wir ja getrennt. Gibt das Probleme, gerade auch in der Zusammenarbeit mit Görlitz? Zwischen uns gibt es keine Probleme. Es gibt Probleme, weil die Zentralregierungen unterschiedliche Entscheidungen getroffen haben. Und die Zentralregierung in Warschau hat sich entschieden, ja, strenge Grenzkontrollen mit Quarantänebestimmungen für die polnischen Bürger, die wieder einreisen. Und das bringt mit sich große Probleme für unsere Pendler. Wir haben viele, die hier auf die deutsche Seite arbeiten. Aber was noch problematischer ist, momentan ist, dass viele auch im Pflegebereich und auch Ärzte in unseren Krankenhäusern arbeiten. Und ja, da bin ich auch sehr dankbar, auch unserer Regierung in Dresden, Staatsregierung, dass sie auch schnell reagiert haben. Wir haben schnell telefoniert an dem Tag, als wir erfahren haben, dass übermorgen praktisch diese Einschränkung eingeführt wird. Und die haben sich ganz unbürokratisch und schnell entschieden, diese finanzielle Hilfe für diejenigen zu leisten, polnische Pendler, die im Gesundheitsbereich auf der deutschen Seite arbeiten, um sie zu unterstützen, hier zu bleiben. Vielleicht in den nächsten 2-3 Wochen hier zu wohnen, mit den engsten Familienangehörigen, also Kinder und Ehepartner. Und ja, da haben wir versucht, eine Lösung schnell zu finden. Manche haben das in Anspruch genommen, das weiß ich. Und da hoffe ich, dass wir uns so helfen können erstmal. Aber so, die Situation in Görlitz geht ja eigentlich noch im Landkreis Görlitz, wenn man das jetzt mit anderen Gegenden vergleicht. Wir sprechen erstmal heute am 31. März miteinander. Ich muss da so einschränken, weil wir sehen, wie jeden Tag die Situation sich ändert. Sie haben aber recht, es ist tatsächlich so, dass bei uns Stadt Görlitz die Situation relativ stabil ist, jetzt seit ein paar Tagen. Ich hoffe sehr, dass dabei bleibt und im Gegenteil noch abnimmt. Und das heißt, dass wir die richtigen Maßnahmen ergriffen haben und dass wir auf dem richtigen Weg sind. Es ist aber kein Grund für Entwarnung. Heute noch nicht. Wir müssen noch ein bisschen durchhalten. Und wir wissen, wie die Entscheidungen gefallen sind. Bis eine Woche nach Ostern, praktisch nach den Osterferien, soll dieser Zustand erhalten bleiben. Ich glaube, die werden sich auch in Dresden nochmal nach dem 5. April nochmal darüber unterhalten. Die Verfügungen sind teilweise bis zum 5., teilweise bis zum 20. Aber wir müssen uns alle, glaube ich, gedulden. Das ist der einzige Weg. Und es liegt auch sicher daran, dass die Görlitzer im Großen und Ganzen sich auch an die Festlegung halten. Denn man sieht das ja auch immer wieder in der Stadt, dass doch Ruhe ist und dass eben diese großen Ansammlungen eben nicht mehr stattfinden, wie sie damals stattgefunden haben. Also die Görlitzer halten sich im Großen und Ganzen an die Festlegung, denke ich mal. Man kann feststellen, dass vielleicht die Görlitzer etwas disziplinierter sind als andere. Und da bin ich auch sehr dankbar dafür. Ich möchte aber trotzdem an dieser Stelle diejenigen, die trotzdem sich noch nicht dran halten, dazu motivieren, das auch zu tun. Weil es ist kein Grund momentan für Entwarnung. Es ist erstmal eine positive Entwicklung gefühlt momentan, aber kein Grund für Entwarnung. Mhm, richtig. Aber es wird ja mal eine Zeit auch nach Corona geben. Und es gibt ja noch viele, viele Themen in Görlitz, die zurzeit bearbeitet werden. Siehe zum Beispiel die Stadthalle oder die Rekonstruktion der Schulen. Bei den Schulen geht es ja jetzt langsam voran, siehe Königshofen, dass immer mehr Schulen wieder rekonstruiert werden. Wie ist der Stand gerade mit der Grundschule und der Förderschule in Königshofen? Ja, das war einer der Gründe, warum wir auch die Stadtratssitzung abgehalten haben am letzten Donnerstag. Es war wichtig, dass wir diese Vergabebeschlüsse, das sind ganz konkrete Beschlüsse auch für die Sanierung der Grundschule in Königshofen,
einerseits Sanierung, andererseits ein Mietvertrag. Wir brauchen für den Umzug die neuen Räumlichkeiten und andererseits aber auch dieser Busverkehr, Schülerverkehr, den wir auch mit verbunden haben und organisieren. Wir fühlen uns verantwortlich an dieser Stelle, die Schüler ganz gezielt dort abzuholen, wo sie immer zur Schule gingen und dann auch sie hinzubringen zu den neuen Räumlichkeiten, das ist in Weinübel. Und das haben wir auch organisiert, da gab es eine Vergabe und wir haben ein Ergebnis gehabt. Und da wollten wir diese drei Vorlagen auch auf den Weg bringen. Es gab auch Zwänge, teilweise Vergabezwänge, rechtliche Zwänge dazu. Und das ist uns gelungen. Danke auch an alle Stadträte, die sich getraut haben, letzte Woche am Donnerstag in diese schwierige Zeit zu kommen und die Stadtratssitzung ermöglicht haben. Wir haben das auch in der Sporthalle gemacht. Das ist auch eine Besonderheit. Hat keiner daran gedacht, dass es jemals in der Sporthalle stattfinden wird, damit jeder seinen Tisch haben kann, damit jeder einen großen Abstand zu den anderen haben kann. Und unter diesen speziellen Umständen ist uns gelungen. Wie lange werden die Baumaßnahmen etwa dauern? Es ist eigentlich so geplant, dass der Umzug jetzt geschieht, also dass die nach Ostern, wenn die Schulen wieder eröffnen sollten, nach Ostern, so wie es im Moment gedacht oder gehofft wird, dass die neuen Räumlichkeiten dort bezogen werden können. Und mit großer Wahrscheinlichkeit, so um die 2 Jahre wird das schon dauern. Also so schnell wie möglich versuchen wir das zu machen. Ich kann jetzt aber keine genauen Angaben machen. Man sieht, was zwischendurch auch passiert, Dinge, von denen keine von uns, ja. Also eine richtige Grundsanierung, also keine... Es wird eine richtige Grundsanierung geben. Also keine Ertüchtigung nur für die Feuerwehr, sondern eine richtige Grundsanierung der Schule. Ein Thema, was uns ja immer wieder begleiten wird in unseren Gesprächen, ist die Stadthalle. Auch da sind ja wieder neue Festlegungen getroffen worden in der letzten Zeit, gerade was die Sanierung angeht. Wie ist da jetzt der Stand? Es gab einen langen Weg, Beauftragung der Planung, es gab einen Wettbewerb, es gab eine Kommission, da waren auch Stadträte eingebunden, ein Auswahlverfahren. Und am Ende gibt es auch einen Gewinner dieses Wettbewerbs, das ist ein Büro aus Görlitz. Und diesen Auftrag haben wir das nochmal bestätigt bekommen von dem Stadtrat auch letzten Donnerstag. Und deswegen können Sie mit der Planung, mit der zusätzlichen Planung jetzt weiter arbeiten. Wir können das beauftragen, Sie können sich damit beschäftigen, sodass wir keine Zeit verlieren. Also es geht jetzt sozusagen los mit der Rekonstruktion der Stadthalle. Es geht, ja, das planungstechnisch wird, erstmal. Planungstechnisch, ich relativiere das immer, weil wenn man das sagt, dann erwartet man, dass man was sieht. Mhm. Und da sieht man draußen nichts, aber im Hintergrund passiert sehr viel. Und diese Planungen sind die absolute Voraussetzung, dass wir irgendwann auch dann die Firmen und die Bauarbeiter in der Stadthalle sehen. Es wird ja immer gesprochen über die Gelder, die von Dresden kommen. Die einen sagen, es ist noch nicht festgelegt. Die anderen sagen, das Geld kommt. Kommt es oder kommt es nicht? Wir haben das bestätigt bekommen, dass es weiter gewünscht ist, dass wir dieses Projekt auch vorantreiben. Und wir wissen, dass auch eine Mehrheit dieses Projekt möchte. Wir haben auch ein Gespräch gehabt, Dr. Wieler und ich, auch mit dem Ministerpräsidenten nochmal telefoniert. Und auch dort in Dresden wird die Regierung auch nochmal eine zusätzliche Möglichkeit und eine klare Feststellung festlegen, wie die Gelder ausgezahlt werden. Es ist aber nicht nur Dresden, das ist auch Berlin, das BKM von dem Bundesministerium. Und deswegen müssen sie sich unter sich verständigen. Es ist immer diese paritätische Finanzierung vom Land und Bund, gibt es in verschiedenen Bereichen. Haben wir bei der Synagoge eine ähnliche Situation gehabt, ein bisschen anders gelagert, aber von der Finanzierung her. Und deswegen werden jetzt ganz konkrete Vorgaben gemacht. Der Kulturservice soll sich jetzt um die Stadthalle kümmern. Das war ja so ein bisschen hin und her bei der Stadtratssitzung damals. Ist das jetzt ein Problem, dass das jetzt nicht auf lange Frist festgelegt worden ist, dass der Kulturservice wirklich die Stadthalle betreiben soll? Nein, das war ein Auswahlverfahren. Am Ende haben wir uns, glaube ich, im Februar war die Sitzung,
haben sie die Stadträte dazu entschieden, den Kulturservice zu beauftragen einerseits, aber andererseits haben sie gesagt, bis Ende April sollen sie einen konkreten Konzeptvorschlag machen, bevor sie diese endgültige Beauftragung bekommen. Das sollte im April passieren. Nächste Stadtratssitzung sollte am 30. April stattfinden. Hoffe ich sehr, dass bis dahin etwas normalere Umstände herrschen. Und ja, und bis dahin, sie arbeiten jetzt dran an das Konzept und am 30. April soll endgültig entschieden werden, ob sie das so machen, wie sie so vorschlagen. Ich gehe aber erstmal davon aus. Das ist erstmal, wäre unser Partner in diesem Projekt. Ob das auf Dauer so bleibt, das ist so jetzt nicht definitiv gesagt, aber wir müssen irgendwann anfangen und Schritt für Schritt vorangehen. Haben Sie eine Prognose, wann die Stadthalle eröffnet wird? Wenn alles gut geht, es wäre Ende 2024, wenn alles gut geht. Aber bei so einem Bau, bei so einer Dimension, weiß man nie, was man vorfindet und ob doch Überraschungen dabei sind oder ja, was bis 2024 passiert, was weiß keiner von uns, aber wir planen fest damit. Das wäre der Termin. Dann hoffen wir, dass Ihre Prognose wirklich eintritt. Ich bedanke mich für das Gespräch, wünsche Ihnen alles Gute, vor allen Dingen, dass jetzt das Görlitz so bleibt mit der Zahl der Erkrankungen, dass sich da nichts verschlechtert und dass wir wieder auf ein geregeltes Leben nach der Corona-Krise hinarbeiten können. Ich bedanke mich, wünsche Ihnen alles Gute. Ja, vielen Dank nochmal und allen wünsche ich erstmal in erster Linie Gesundheit, dass Sie alle gesund bleiben, bis wir in der Lage sind, auch andere Dinge zusammen zu schaffen.